Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns diesmal. Ich hatte euch ja gestern aufgefordert, uns After-Wedding-Fragen zu stellen, damit wir hier dieses After-Wedding-Q&A daraus machen können. Ich bin eben die Fragen mal durchgegangen. Es sind einfach so viele. Es hört einfach nicht mehr auf, wenn man scrollt. Es hört nicht mehr auf. Es ist einfach so krass. Ja, deswegen müssen wir Zufallsprinzip machen. Ich habe auf jeden Fall schon ganz, ganz viele Fragen gesehen, die immer wieder gestellt wurden. Deswegen würde ich die auf jeden Fall jetzt mal so ein bisschen favorisieren und versuchen, darauf einzugehen. Und dann würde ich sagen, einfach Zufallsprinzip, ne? Und scrollen und stoppen dann einfach. Scrollen. Die erste Frage, und ich glaube, das war auch wirklich die häufigste Frage, die gestellt wurde: Fühlt es sich anders an, verheiratet zu sein? Die kriege ich von allen Leuten, auch im Fitnessstudio. Jeder, der den Ring sieht, fragt, fühlt es sich anders an? Nein, es fühlt sich natürlich nicht anders an. Das ist so ein bisschen wie, als hätte man Geburtstag und alle fragen so, und wie fühlt es sich an jetzt als 25-Jährige? Und du denkst dir halt nur so, ja. Genauso wie vorher. Also ja. Genauso ist es eigentlich ja. Auch. Ich muss sagen, so von den Gefühlen her und so hat sich nichts verändert, aber es fühlt sich schon irgendwie. Also man ist natürlich jetzt, ja, man ist jetzt natürlich eine, mehr so eine Partie einfach. Wir sind so eine Partei. Nee, aber nichts mehr ohne einander. Genau, genau, das ist das Haar. Oh. Gibt es etwas, was ihr im Nachhinein anders gemacht hättet in Bezug auf die Hochzeit? Fällt dir was ein? Ja, wir hätten, glaube ich, die Torte weiter nach vorne gezogen. Weil das ist so ein bisschen, nicht nach vorne, aber anders irgendwie platziert oder sowas, weil die ist mega untergegangen. Wir hatten eine so geile Torte. Uns ist es auch erst am nächsten Tag irgendwie aufgefallen, dass zum Beispiel ich habe kein Stück von der Torte gegessen. Ich glaube, Anna auch nicht. Doch, also, wir hatten kein Stück. Anna hat ein kleines Stück davon gegessen und wir hatten so eine geile Torte mit Kinderschokolade oben. Wir blenden mal ein Bild ein. Ist auf jeden Fall richtig lecker und das war so ein bisschen schade, weil wir haben die Luftballons draußen steigen lassen, sind dann reingekommen und dann stand die Torte so richtig hinten in so einer dunklen Ecke. Es ist halt echt so ein bisschen untergegangen. Ja, draußen wäre es besser gewesen, aber ich meine, dafür war alles andere. Perfekt. Ja. Die nächste Frage stand direkt neben der vorherigen Frage. Wie war die Hochzeitsnacht? Willst du es beantworten? Ja, relativ kurz. Also wir sind relativ spät erst im Bett gewesen, ich glaube um 3 oder 4 Uhr. Wir haben noch super viel, oder halt 5 oder so. Wir haben noch mega viel aufgeräumt. Also aus meiner Sicht war es so, wir sind ins Hotelzimmer. Er ist so ein bisschen gestolpert. Ich bin ins Hotelzimmer gegangen. Dann hat Tim mich erstmal aus meinem Kleid befreit, weil meine Haare haben sich hinten, ich hatte so einen Knopf. Meine Haare haben sich hinten um diesen Knopf drum gewickelt. Ich hätte das alleine gar nicht mehr ausziehen können. Dann haben wir das noch mit der Schere, haben wir meine Haare abgeschnitten. Dann haben wir dieses Kleid so über mich und zieht so an diesem Kleid, weil ich hatte keine Öffnung außer diesen kleinen Schlitz da oben. Und dann bin ich ins Bad gegangen, habe mich abgeschminkt, meine ganzen Extensions rausgerobbt und als ich zurückkam, war Tim schon eingepennt auf dem Bett. Ich so, wow, was für eine geile Hochzeit. Geile Hochzeitsnacht. Aber wir haben uns sagen lassen von 9 von 10 Paaren, mit denen wir jetzt in der gesprochen haben, haben genau dasselbe gesagt. Ja. Da war die gesagt genauso. Also da war nichts irgendwie mit Pimper-Pimper-Kinder also machen und so. Also die besagte Hochzeitsnacht, die ist eigentlich totaler Schwachsinn. Weil du bist so fertig und so froh, dass du einfach nur ins Bett kommst. Jo. So, dann kam die Frage, was hast du jetzt mit deinem Brautkleid vor? Liebe Grüße, Theresa. Ganz liebe Grüße zurück. Da hatte ich euch ja auch gefragt, ob ihr irgendwie Ideen habt, was man damit machen kann. Also für mich, es weggeben ist überhaupt gar keine Option, weil das ist so für mich einfach mein Kleid. Das ist wie, als wäre das für mich geschneidert. Es hängt jetzt gerade bei uns oben auf dem Dachboden. Ich habe es auch noch gar nicht reinigen lassen, fällt mir gerade ein. Oh. Ich werde es auf jeden Fall erstmal behalten und auch wenn es nur im Schrank hängt, davon trennen kann ich mich, glaube ich, nicht. Und ich glaube, es ist auch eine ganz schöne Sache, wenn dann irgendwie später irgendwann, wenn man das Kleid dann wirklich noch hat, just in case, wenn man eine Tochter kriegt und die halt auch irgendwann heiraten will und die dieselbe Figur hat oder dieselben Maße, dass man es dann weitergeben kann. Ich glaube, das ist eine schöne Sache. Hat das Kinderkriegen eine größere Priorität jetzt für euch? Also die Frage wurde auch unglaublich häufig gestellt. Ich glaube, das war wirklich so die meistgestellteste Frage. Also höhere Priorität. Anna ist doch nicht schwanger, um das nochmal ganz kurz zu klären. Also wie viele Nachrichten ich gekriegt habe, ne? Ich weiß nicht, ob es eine Beleidigung ist, auch voll viele haben mir auch geschrieben, es liegt nicht daran, dass ich irgendwie zugenommen habe oder dass mein Bauch dicker aussieht, sondern die haben gesagt, ich habe eine andere Ausstrahlung und ich wirke irgendwie. Vielleicht ist das auch das, was dann quasi nochmal zur Frage vorhin, was hat sich verändert? Ja, weiß also, ich nicht. Kann ja sein. Keine Ahnung, aber ich bin auf jeden Fall nicht schwanger. Ich habe ja auch noch eine Spirale, also ich weiß nicht, das wissen vielleicht auch viele von euch. Also rein theoretisch wäre es gar nicht möglich, dass ich schwanger werde in den nächsten 1,5 Jahren. Aber man weiß ja nie und wir sind offen für alles. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn es so ist. Ich meine, jetzt ist das Kind eh in den Brunnen gefallen. Nein, Quatsch. Also wenn es passiert, dann sind wir beide zu 100% stehen wir dahinter und wollen das auf jeden Fall das Kind haben, weil ich kann es auch kaum erwarten, Papa zu werden.
Und deswegen ist es jetzt quasi, steht nichts mehr im Wege. Also wenn es kommt, dann kommt es, wenn nicht, nicht. Die Frage ist nur, was war ich dann, Ankleidezimmer oder Büro? Wahrscheinlich mein Büro. Richtig. Okay, dann die nächste Frage. Was war euer persönlicher Höhepunkt der Hochzeit? Ich glaube, das ist relativ eindeutig. Ja, es ist relativ eindeutig, dass das die Kapelle war. Ich glaube, jeder, der unser Hochzeitsvideo gesehen hat, hat, glaube ich, auch gemerkt, dass da die Kapelle der Höhepunkt war. Ja, da sind einige Tränen geflossen. Einige. Ja, also ich glaube, unsere Ehegelübde. Ja. Generell, ich habe auch gedacht, so nachdem wir aus dieser Kapelle raus sind, mir war alles egal, es hätte alles schief laufen können, weil das war so perfekt für mich in diesem Moment, dass ich dachte, es kann jetzt wirklich alles passieren. Mm. Gewitter, Sturm, uns kann die halbe Bude wegfliegen. Mir war alles egal, weil ich mir dachte, das war so perfekt. Egal, was jetzt kommt, keiner kann uns das mehr nehmen. Ja, dann kam jetzt eine ganz aktuelle Frage. Wie sieht es eigentlich jetzt mit euren Flitterwochen aus? Ja, wir haben sie ja abgesagt quasi, weil Anna aus gesundheitlichen Gründen jetzt gesagt hat, oder wir beide jetzt gesagt haben auch, dass es, glaube ich, besser wäre, wenn wir einfach mal zu Hause bleiben. Die Reisen laufen uns nicht weg. Es bringt uns auch nichts, wenn wir quasi jetzt gerade so halb auskuriert erst dahin fliegen und dann dann da wieder krank wird oder mit mir dann irgendwas ist und wir dann das gar nicht genießen können. Das Wetter ist auch nur so teils ganz so auf der Insel gewesen, wo wir hingeflogen werden. Wir werden halt in diese Schellen, auf diese Schellen geflogen und genießen jetzt erstmal unser Zuhause, was wir auch in den letzten ein, zwei Monaten nicht so wirklich machen konnten. Ja, ich habe auch das Gefühl, nach der Hochzeit war es wie so ein Wettlauf gegen die Zeit. Also man hat ja schon gesehen, nach der Hochzeit waren wir erst auf einem Justin Timberlake-Konzert, direkt einen Abend danach. Danach waren wir auf einem Ed Sheeran-Konzert. Dann waren wir drei Tage später. Dann waren wir auf Ibiza. Es war wirklich, wir waren immer nur so drei, vier Tage am Stück zu Hause und dann direkt wieder da und dann da und dann da und Berlin und boah, es war halt wirklich viel zu viel und jetzt, ich glaube, mein Körper hat sich dann auch so gewehrt und gesagt so, jetzt fährst du mal einen Gang zurück. Stopp und let's go. Und ja, deswegen haben wir jetzt die Entscheidung getroffen, aber es wird auf jeden Fall verschoben. Die werden vertagt, unsere Flitterwochen und die holen wir dann ganz in Ruhe und entspannt, wenn wir gesund sind, wieder nach. Ganz genau. Dann kam eine Frage, fühlt ihr euch jetzt wie eine kleine Familie oder sagt ihr das erst mit Kind? Ich würde schon sagen, dass wir eine kleine Familie sind. Ja, also es fühlt sich irgendwie noch mehr jetzt so an als vorher, weil ich natürlich auch Tims Nachname angenommen habe. Da hatten übrigens auch viele nachgefragt, wie sich das jetzt anfühlt, einen anderen Nachnamen zu tragen. Es ist immer noch merkwürdig. Letztens saß ich beim Arzt und dann haben die halt den Nachnamen aufgerufen und ich habe mich halt gar nicht angesprochen gefühlt. Nee. Und guck so weiter in die Zeitung und denke mir so, ach ja, warte mal, das bin ja ich. Also es ist schon ein bisschen merkwürdig und auch bei der Unterschrift, ich will immer noch meine alte Unterschrift setzen, aber Tim hat ja auch einen ganz süßen Move gemacht und hat sich auf Instagram meinen Namen angenommen. @TimJohnsonX, nicht TimBlackX. Aber dir war es ja so wichtig, dass ich deinen Namen annehme und ja, es fühlt sich auch gut an, so den Namen angenommen zu haben. We all in this together. Ey, das war unser Auszugssong übrigens. Mm. Wir haben einfach einen Auszugssong aus der Kapelle genommen von High School Musical. Ja, ja, genau. Geil, ey. Haben wir davon eigentlich eine Videoaufnahme? Stimmt. Dann kam noch eine Frage, wie schnell verblasst der Zauber? Fühlt es sich für euch schon normal an? Also ich glaube, das kann man so beantworten, dass der Zauber also bei uns total schnell verblasst. Ja, total weg ist. Wir trennen uns jetzt und das ist das Video, ja. Wir sind so Menschen, da verblasst kein Zauber oder so, ne? Weil bei uns ist, glaube ich, so, dass wir schon ein sehr gutes Team sind und Okay. Der erste Zauber war natürlich schon bei der Verlobung da, weil ich natürlich überhaupt nicht damit gerechnet hatte, dass Tim mich fragen wird in diesem Moment. Der hat, glaube ich, echt so drei, vier Wochen richtig krass angehalten bei mir. Und natürlich gewöhnt man sich dann irgendwann dran. Und nach der Hochzeit, das haben uns auch so viele Gäste geschrieben, dass sie wie auf so Wolken aus dieser Location rausgeschwebt sind, weil es halt einfach wirklich so schön war. Ja. Und bei uns war es natürlich noch mal viel krasser. Also am Tag nach der Hochzeit, ich habe nur geheult. Tim kann es bezeugen, ich habe einfach nur geheult vor Glück. Ich habe in unser Gästebuch geguckt, ich habe geheult. Wir haben die Geschenke ausgepackt, ich habe geheult. Video ich hab geguckt. Ja, Video geguckt, ich habe Fotos angeguckt. Ich war nur am Heulen einfach. Übrigens, wir haben noch ein Reaktionsvideo gedreht. Von Annas quasi erster Reaktion, wo sie das Video gesehen hat. Also wenn ihr es sehen wollt. Wenn man das Hochzeitsvideo guckt, ist man direkt wieder im Moment. Das heißt, wenn man irgendwann das Gefühl hat, ach ja, das war ja irgendwie schön, aber ich weiß auch nicht mehr. Dann guckst du das Video an und dann bist du wieder da. Es sind heute übrigens genau 2 Monate. Happy 2-monatiges. Wo ist mein Geschenk? Und wir kommen zur letzten Frage. Am liebsten würde ich alle Fragen beantworten, weil es so coole Fragen sind. Und Tim sagt die ganze Zeit schon so, wir müssen jetzt die letzte Frage machen. Okay, letzte Frage. Habt ihr diese typischen Frau-Mann-Rollenaufteilung? Nein. No. No. Das war auch bei uns noch nie so. Nee.
Und ich mache Wäsche, Anna macht Wäsche, ja. Ich koche, Anna kocht, ich lackiere mir die Fingernägel, du lackierst. Spaß. Nein, aber also wir machen eigentlich alles gemeinsam. Auch beim Anschneiden der Torte, da sagt man ja auch oft so, wer hat die Hosen an, wer hat die Hand oben. Und oft haben ja dann die Männer die Hand oben, bei uns hatte ich die Hand oben. Aber ich glaube, das war auch einfach von Tim nur so ein Zeichen zu zeigen, so ich respektiere dich und du hast genauso viel zu sagen wie ich, obwohl du jetzt nicht der Mann bist in der Beziehung. Und bei uns... Also bei uns ist das echt 50-50 aufgeteilt. Mal hat Tim ein bisschen mehr zu sagen, wenn er sich zum Beispiel in einem Bereich besser auskennt. Mal habe ich mehr zu sagen, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, die Wohnung einzurichten oder die Wohnung zu dekorieren. Dann sage ich auch mal so, Steuern. Komm du, hältst mal den Ball flach, das mache ich jetzt. Ja. Genau, Tim macht den Papierkram. Also wir haben alles sehr gut aufgeteilt und ich finde, das ist auch einfach die heutige Zeit. Also dieses typisch Mann-Frau-Rollenverteilung, das ist so veraltet, finde ich irgendwie. Ja, das gibt's auch nicht mehr. Und nee, also wir fahren damit sehr gut und... Nee, du hast eben verkackt. Ich will jetzt nicht mehr. Das war das Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Zeigt das gerne mit einem Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr mehr Videos auch mit Tim mal wieder sehen wollt, das haben wir echt lange nicht mehr gemacht, ne? Also wir sind auf jeden Fall motiviert. Wir haben schon einige Videos jetzt wieder geplant. Ich glaube, gerade bei Anna müssen wir so ein bisschen wieder so in YouTube reinfinden, weil einfach super lange einfach keine Zeit auch da war, ne? Ja. Falls ihr trotzdem uns mehr auf YouTube sehen wollt, ich habe ja einen YouTube. Eigenwerbung. Tim Johns Vlogs, ne? Also da seht ihr halt, das ist halt so der Alltag von Anna und mir. Wir haben uns dazu entschieden, quasi einen neuen Kanal dafür aufzumachen, weil es einfach anderer Content ist, als dass ihr hier gewohnt seid, aber trotzdem viel von uns, also quasi unseren Alltag, wie wir für Fotos produzieren, was hier zu Hause abgeht, wenn wir auf Reisen sind und alles drum und dran. Das kommt halt alles da quasi auf meinem YouTube-Kanal, aber es ist trotzdem halt... Man sieht trotzdem uns super viel. Ja, so ein bisschen wie halt Insta-Story, nur halt in die Länge gezogen, hochwertiger produziert. Ganz genau, und, einfach noch so ein bisschen mehr behind the scenes. Genau, genau. So, und jetzt machen wir einen Punkt. Jetzt machen wir einen Punkt. Alle Links findet ihr natürlich auch zum Hochzeitsvideo und so. Ja. Zu meinem Kanal, unserem Kanal, unten in der Videobeschreibung. Hochzeitsvideo unten. Denkt dran, lasst ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Tschüss.